Jetzt würde ich aber sagen, wir verschwenden gar keine Zeit. Ah, warte mal, ich muss ja einstellen, GTA San Andreas, nicht GTA 5. Hahaha. Wir wollen ja keinen Bann auf Twitch riskieren. Warte mal, wir machen hier GTA San Andreas. The Definitive Edition natürlich. GTA San Andreas. Oh, das altert aber mehr. Hm, scheiß auf. So, okay. Tyler, was geht, mein Bester? Vielen Dank für dein Follow nochmal. Irgendwas vergessen auch im Chat? Oh, wir müssen noch mal, wir müssen natürlich noch eine Insta-Story machen, damit auch die ganzen Dullis, die es verpasst haben, wissen, dass wir live sind. Also schreibt mal am besten alle Hallo im Chat. Ah ja, so viel zum Thema. Alle mal Hallo im Chat. Und dann wissen auch mal, weiß auch mal unsere Instagram-Fraktion, dass wir jetzt live sind. Freunde, wir sind jetzt live auf Twitch, YouTube und natürlich auch auf TikTok mit GTA San Andreas. Wir arbeiten weiter an unserem GTA-Marathon, denn bis GTA 6 rauskommt, wollen wir alle GTA-Teile nochmal durchgespielt haben. Heute geht's mit dem besten GTA-Teil aller Zeiten weiter. Kommt ins Stream und seid mit am Start. So, sehr schön. Ja, warte mal, ich brauche noch einen Link. Oh, den habe ich vergessen rauszusuchen. Und dann starten wir auch endlich direkt rein. Ich bin nämlich hyped, ich habe Bock, das Game weiterzuspielen. Was ist euer Lieblings-GTA-Teil, wenn ihr euch entscheiden müsst? Was ist euer Lieblings-GTA-Teil? Einsetzen. Meiner ist eindeutig so im Gesamtding natürlich GTA 5, allein wegen der Grafik und dem Handling. Aber von der Story her ist schon GTA San Andreas ein absoluter, kann man nicht anders sagen. Und Leute, wir haben heute Freitag. Freitag ist immer ein bisschen blöder Streamtag. Da sind irgendwie alle Leute immer unterwegs. Dementsprechend lasst doch ein bisschen Support da mit einem Like oder teilt den Stream mit euren Freunden, damit wir hier auch heute ein paar Leute am Start kriegen. Aber auf PS3-Zeiten. Ja, true. PS4-Zeiten waren auch noch gut. PS5-Zeiten, jetzt langsam ist halt ein bisschen ausgelutscht, ne? Carina sagt, GTA 5 ist es aber bei mir schon seit Jahren. Das stimmt, das stimmt. Aber GTA San, hast du mal GTA San Andreas gespielt, Carina? So, wir sind nämlich hier am Start mit CJ. Das ist CJ. Sieht ein bisschen aus wie ein NPC. Aber das ist okay. Und mit dem ermitteln wir jetzt mal raus. Die ganzen Loop-Bikes sollten abgeschafft werden. Ah ja. Man darf nicht in die, man darf halt nicht so in der Open Lobby sein, ne? Aber dafür haben wir auch eine große Crew, damit hier, wir glauben mal Raider, wie auch immer der Typ der heißt. Glauben wir mal kurz an eine Karre. Deswegen haben wir eine große Crew, dann könnt ihr einfach in Crew Lobbys gehen und dann ist das ja alles gar kein Problem, nicht wahr? So, wir müssen mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Wir haben hier noch zwei Missionen und ich glaube, dann kommen wir so langsam hier in dieses Hinterwäldler-Ding und dann auch relativ bald hier in die nächste Stadt. Dementsprechend würde ich sagen, wir nehmen einfach jetzt hier die nächste Mission, die am nächsten ist. Und schauen, dass wir da ein bisschen reinpushen, ne? Kann man GTA 4 noch spielen? Ja, aber nicht auf der PS5, so viel ich weiß. Ich glaube, verbessert mich gerne, aber GTA 4 gibt es nur eine PC-Version von, ne? Ey, shit. Ey, ich hab euch gar nichts getan. Gut, ich bin in der Grove Street. Gang. Aber das heißt nicht, dass ihr auf mich schießen dürft. Sag mal, hakt's? Oh Gott, diese Reifen. Puff. Aus dem Weg, ich kann nicht lenken. Wir brauchen eine Ausrede. Wir brauchen unbedingt eine Ausrede, warum das Auto so Schrott ist. Ach du Scheiße. Okay, wir brauchen was anderes. Das, ich konnte nicht mal lenken mehr. Ups. Ich würde sagen, die Karre war ein bisschen Schrott. Junge, warum schießen denn wirklich alle auf uns, der NPC schon mal angefahren ist? Da sind wir hier schneller weg. Das habt ihr es gerade gesehen. Der NPC hat einfach für uns schon mal beschleunigt. Das ist schon mal gut. Wir haben ihn einfach während der Fahrt rausgekickt. Das ist immer gut, sowas. So, einmal anhalten, bitte. Warum bist du nicht GTA 5? Weil ist jetzt ein Anruf bei mir heute eingegangen von Vincent, von dem Casino. Den gibt's schon seit gestern, Stefan. Den gibt's schon seit gestern. Warte mal, ich kann nochmal reinschreiben hier auf Twitch. GTA RP ab circa 20.30 Uhr. Die Trilogie gibt's auf den Next Gen, das stimmt, ja. Aber wir reden ja von GTA 4. GTA 4 gibt's, so viel wir wissen, nicht auf... Gibt's nur auf PC, oder? Du solltest das Borders-Gebiet erobern. Geh zur Ammunition, falls du eine Waffe brauchst. Brauche ich eine Waffe? Ja, wäre vielleicht nicht so verkehrt. Ah, stimmt, das sind jetzt diese Missionen, wo man die Gebiete erobern muss. Ne? Dieses Gang-Ding. SMGs, was haben wir? Haben wir nur das eine hier? Ey, ich habe kaum Geld, Mann. Ich habe nur noch 2000 Dollar. Das ist ja gar nichts. Ach je. Was machen wir da? Ich glaube, da müssen wir mit... Ey, ich wollte nichts machen. Nein, Junge, jetzt. Jetzt hat er auf mich geschossen, jetzt habe ich gar noch Leben. Das kann doch nicht sein. Ah, oh, okay, jetzt ist er wieder entspannt drauf. Da, schusssichere Weste brauchen wir. Die brauchen wir definitiv. Das brauchen wir definitiv. Hast du Instagram Story markiert, einen Link reingepackt und mich markiert? Alter, Eurofighter. Bester Mann. Bester Mann. Genau, unsere Mission ist nämlich, wir wollen aktuell alle GTA-Teile durchspielen. Dienstag 10 Uhr, großer DLC, GTA 6.
6 erscheint schon nächstes Jahr. Mein Plan, alle GTA-Teile vor Release komplett durchzuspielen. Das machen wir im GTA-Marathon. Jeden Montag und Freitag auf Julek. Genau, da arbeiten wir gerade dran. Und wir sollen ja jetzt erstmal hier ein bestimmtes Gebiet erobern von den Ballers. Genau, hier hinten ist es nämlich. Da müssen wir jetzt erstmal hintuckern. Tucker, tucker, tucker. Mit unserer absolut stylischen Karre. Bekommt man den Anruf von Vincent Random in GTA 5? Yes. Ja, ja. Das ist komplett random. Du weißt, wie man Geld in GTA San Andreas macht. Man muss einfach Drogendealer schlagen. Echt jetzt? Echt? Muss ich einfach nur einen Drogendealer mir suchen und den ein bisschen hauen und dann kriege ich Kohle? Das wäre ja ein Traum. So, guck mal, das ist der Park. Und hier gibt es auch so einen Trick, wie man die Mission ein bisschen schneller macht. Und zwar hier, einfach mit dem Auto. Bam. Ah, ich dachte hier, manchmal stehen die hier alle so vorm Tunnel. Da kann man echt ganz gut immer einfach die Tunnel entlang fahren und fertig. So, guck mal, jetzt haben wir schon die nächste Waffe. Ah, warte mal, der ist gar nicht bei den Gang, bei der Gang. Wir müssen ein paar von den Ballers erledigen. Bolli Ballers, wo seid ihr? Ballers, mach mal Boll, Boll. Bam, Junge. Niemand hält uns auf. Ballers. Und endlich mal. Ich habe in Kommentaren zumindest gelesen, dass manche Leute öfters wohl schon einen Anruf bekommen haben von Vincent. Aber ob das jetzt, also wie oft und ob maximal, also endlos, keine Ahnung. Das kann ich dir nicht beantworten, tut mir leid. Aber ist ja auch egal, also er erzählt ja nichts anderes. Und am Ende des Tages ist das Ganze ja auch nur ein Hinweis, dass eben bald in GTA Online ein neuer Heist kommt. Das ist ja noch nicht, der Heist ist ja noch nicht da, deswegen ist es jetzt auch nicht so relevant. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne? Aber deswegen sage ich ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da, weil wenn der Heist da rauskommt, nehme ich mir extra Urlaub und dann können wir den schön zusammen zocken. Wir werden die neuen Autos, die dann, da kommen ja zwei neue Autos an dem Tag ins Spiel. Da werde ich auf jeden Fall ein Video zu machen. Wir werden das Ganze streamen. Ich werde einen Guide machen, wie man... Ich werde einen Guide machen, wie man den Heist ganz easy hinkriegt. Ohne Probleme. Oh, ein Blumenstrauß. Das ist immer gut. Blumenstrauß, immer wichtig. Immer wichtig. Boah, ist hier nicht noch irgendwo so eine schussigere Weste oder so? Ja. Du hast die erste Welle überstanden. Warte, das war die erste? Das ist die erste. Wie viele muss ich? 5? 10? 20.000? Du musst ein bisschen mit Munition dann, glaube ich, haushalten. Junge, er rennt bis hierhin und kann dann nicht mehr. Ach, der arme Kerl. Oh, von wo, von wo? Das ist schlecht. Ich soll 5 Wellen überleben? Das war jetzt schon mal nicht so erfolgreich, sage ich euch, wie es ist. Auf der Straße sind Leben und Westen. Okay. Okay, 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 okay. Wenn ihr das sagt... Junge, ich höre hier nur Explosionen. Ich spawn und ich höre einfach nur Explosionen. Optimal. Willkommen in GTA. Okay, wir holen uns nochmal eine schusssichere Weste. Mr. Turner! Na, wie geht's? Und Peart ist einfach zurück bei den VIPs auf YouTube. Leute, bekomme ich mal ein paar Herzen in den Chat für Peart. Boah, boah, Alter, Peart, mein Lieber. Hat jetzt eine Mitgliedschaft zurück auf YouTube, ist VIP. Willkommen in der Familie, mein Bester. Vielen herzlichen Dank für deinen Support. Nice, Mann. Vielen, vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei bist, Mann. The revolution is coming. Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich nicht. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Karre. Ein Karomat. Gib uns mal das Auto, Mann. Das brauchst du nicht mehr. Ich schon. Ich schon. Oh. Ach nein, die Cops haben uns gesehen. Die Cops haben gesehen, wie wir ein Auto geklaut haben. Oh nein. Da lang müssen wir. Ah! Das ist krass, ne? Wenn wir GTA Online streamen, sind immer viel mehr Leute da. Aber wenn wir GTA San Andreas oder auch mal andere Spiele spielen, sind zwar weniger Leute im Stream, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dann rückt die Community so zusammen. Wisst ihr, was ich meine? Dann sind wir irgendwie mehr so familiärer. Dann ist es hier eher so eine gemütliche Runde. Und ich weiß nicht, was ich besser finde. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich feiere es sogar, wenn wir weniger sind im Stream. Weil es dann einfach ein bisschen, ja, ein bisschen, man richtig mal auf alles eingehen kann ordentlich und so weiter. Das finde ich schon ziemlich nice immer. Wir hätten vielleicht erstmal ein höheres Respekt-Level uns holen sollen, weil dann hätten wir doch Support gekriegt von unseren Homies, oder? Warum ist GTA San Andreas Remastered besser als GTA 5? Weil einfach die Story von GTA San Andreas halt einfach OG ist. Ey, Story GTA San Andreas ist schon ziemlich cool. So, jetzt müssen wir aber schon mal direkt die schusssicheren Westen und alles suchen. Wir haben jetzt schon mal einen besseren Start, weil wir einfach jetzt schon noch volles Leben und volle Panzerung haben. Aber wo spawnen die denn genau? Im Tunnel unter uns, oder? War das doch. Spielst auch die Nebenmissionen. Casino heißt und so. Casino heißt? Wovon redest du mal lieber? Casino heißt es in GTA Online. Wir spielen GTA San Andreas, also völlig anderes Spiel. Oder? Weiß jemand, was er meint? Bam, Junge, Headshot. Bam. Du hast die erste Welle überstanden. Besser ist das. Besser ist das. Hm. Oh, jetzt haben die Gegner auch mal Waffen. Das ist schlecht. Schlecht für uns. Och, komm schon. Bam. Du hast die zweite Welle überstanden. Das waren 4 Leute. Ernsthaft? Schnapp. Aber wo ist denn hier die Panzerung? Ihr meintet doch, die spawnt hier. Ah, da hinten. Ich sehe was.
Hier in der Kreuzung. Ah, besser ist es. GTA 5 ist auch nice. Absolut, absolut, absolut. Aber die Story von GTA San Andreas ist schon sehr nice. Also kann man nicht anders sagen, ne? Story von GTA San Andreas ist schon einzigartig. Aber wahrscheinlich wird die, also vielleicht wird die von GTA 6 besser. Das Viertel gehört dir. Ach, guck mal, ich muss sogar nur 3 Wellen überleben. Wird ja immer besser. Oh yes, jetzt gehört's der Grove. Steven, was geht? Holy Beste. Deine Gangmitglieder sind jetzt in diesem Gebiet zu finden. Besser ist das. Besser ist das. Lalilu. Dein Gebiet wird ständig von feindlichen Gangs angegriffen werden. Du musst es verteidigen. Naja, du könntest nicht hier... Könntest nicht unsere Homies machen? Nächster Community-Stream. GTA RP. So circa in 1,5 Stunden. Und GTA Online am Sonntag. Also Sonntag spielen wir GTA Prep Games. Ne? Wir haben ja Prep Games, unseren Modus mit Jens und Simon. Und danach spielen wir immer noch ein paar Runden Community Jobs. So, fertig. Du hast die Verräter aufgestöbert. Erledige ihn. Oh, yes. Junge, diese Musik ist einfach so legendär. Diese Musik ist so geil, diese... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wir müssen hier abhauen. Wir müssen hier ganz schnell abhauen. Sonst sind wir sowas von tot. Ja, 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 ja. Los geht's, los geht's. Weg, 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 weg. So, jetzt haben wir nur noch einen Stern, wenn wir hier einmal durchfahren. Puff. Das ist die beste Funktion überhaupt. Gibt's das in GTA 5? Ich bin gerade am überlegen. Gab's da auch so Sterne zum Einsammeln? Oh. Ich weiß es gar nicht. Nils, was geht? Na, alles klar. So, jetzt haben wir auch schon wieder die nächste Mission. Wir müssen einmal zurück zur Suite. Wir müssen einmal hier noch das C erledigen. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal Suite, wenn wir hier in der Nähe sind. Aber die Ballers sind schon so die mächtigste Gang eigentlich, ne? Wenn du überlegst, dass die Ballers eigentlich in GTA 5 so gar keine Rolle spielen, also so keine ernstzunehmende, sind die hier schon ziemlich krass so. Und es ist ja beides LA, also Los Santos. Dementsprechend sollte man ja davon ausgehen, dass die eigentlich ähnlichen Einfluss haben. So. Brumm, brumm, brumm. So. Warte mal, hier gibt's doch Taschengeld, oder? Ich im Kopf hab. Oh yes. $60. Jawohl, Junge, wir werden reich. Warum kann man sich nicht GTA P kaufen? Was ist denn GTA P, mein Lieber? Kommt zwischen 9 und 17 Uhr wieder. Ja, okay, ist gerade vorbei. Dann würde ich sagen, speichern wir einfach einmal. Dann ist es nämlich 9 Uhr. Und dann können wir ganz entspannt reinstarten. Lalilu. Nur der Mann im Mond schaut zu. So, haben wir. Perfekt. Doppel-Mikro-MP sollen wir freischalten, schreibt Simon. Ja, da muss ich aber irgendwie so das maximale Waffenlevel oder so haben, ne? War da nicht was? Zwischen 9 und... Oh, ich muss noch mal. Ich muss sogar noch zweimal. Weil 6 Stunden sind es ja immer, ne? Schlafen sind 6 Stunden. Weil GTA RP kostenlos ist. Warum willst du das denn kaufen müssen? Und noch einmal. Verbessert Cheater überhaupt. So, haben wir. Das haben sie gut gelöst in GTA, in Red Dead Redemption 2. Da gibt es ja auch, dass man bestimmte Missionen nur zu bestimmten Uhrzeiten starten kann. Aber... da kann man immer warten, einfach an dem Punkt. Hallo Leonie, danke schön für dein Herz auf TikTok. Vielen Dank. Hallo Leonie, spammt Herzen. Nice, Mann. Vielen Dank. Bring diese Gangmitglieder dazu, sich dir anzuschließen. Sie haben genug Respekt vor dir, um dir zu helfen. Okay, und wie mache ich das? Rekrutieren. So. Junge, ey. Allein so eine Funktion, die gibt's einfach in GTA 5 nicht. Ich meine, da kannst du einfach Franklin oder Michael oder so anrufen. Da kannst du ja Michael oder Trevor anrufen als Franklin. Oder halt die anderen beiden Charaktere anrufen und dann mit denen abzuhängen und dann hast du ja sowas ähnliches. Aber so richtig, einfach so Gangleute mitnehmen, gibt's nicht, ne? Odin Gamer, na, wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Oh Gott. Da lang muss ich. Ja, Montag, der Stream fällt leider aus, weil Montag bin ich auf einem. Junge, entspann dich mal. Montag bin ich auf einem YouTube-Event in München. Grand Theft Danny, Alter, was geht ab? Dich kenne ich doch, mein Bester. Machst du nicht auch solche YouTube-Videos? So Videos auf YouTube. Hey Luis, warum weinst du denn? Das ist ja kein Grund zu weinen. Das soll der Walk of Fame sein. Perfekt. Sein Kurt, was geht, mein Bester? Na? Hat's eine schöne Woche? Ich fürs Wochenende. Irgendwas Wildes geplant am Wochenende. Eine Hausparty zum Beispiel. Oh, ups. Upsi. Noch nie GTA San Andreas gespielt. Doch, selbstverständlich. Aber, mein Lieber, wir machen hier das hier. Guck mal, pass mal auf hier. GTA 6 erscheint schon nächstes Jahr. Mein Plan, alle GTA-Teile vor Release komplett durchzuspielen. Das machen wir im GTA-Marathon. Jeden Montag und Freitag auf Julex. Genau. Und dementsprechend zum ersten GTA San Andreas. Hey, sweet! Ich find's so geil, dass wir so viele Intros haben, dass ich einfach immer so auf den Knopf drücken muss und dann kommt einfach so das entsprechende Intro. Los geht's, auf! Wir rushen jetzt die Mission. Jo!
okay, los geht's. Handgelenk gebrochen. Oh, das ist hart. Das ist wirklich, das ist hart. So, holen wir uns hier den Jungen doch. Ja, haben wir? Oh Gott. Das sind ja Gegner. Ja. Pass mal auf, den holen wir uns hier. Bap, 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 bap. Oh, oh, Copycops kommen. Pass auf, die Copycops kommen. Oh, ja, an die Mission erinnere ich mich noch. Die war übel eklig. Aber warte mal, ich sollte die doch gar nicht umbringen. Sollte ich den nicht irgendwie... Irgendwas war doch. Ich sollte den gar nicht umbringen. Wir haben den, glaube ich, als wir das letzte Mal gespielt haben... Wir haben den... die Cops jetzt auf einmal interessiert es gar nicht. Hey, wir haben Sterne, aber die Cops interessiert es einfach nicht. Guck mal, hier. Wir haben zwei Sterne, aber die Cops interessiert es einfach nicht. Hä? Was ist das denn? Die rennen sogar weg einfach. Hä? Was ist das für ein... Sein. Das kann doch nicht sein. Wir haben drei Sterne, aber die Cops kommen einfach nicht. Ja komm, wir müssen auf die anderen gar nicht warten. Die können wir hier lassen. Ah ja, jetzt kommen die Cops. Gar kein Problem für einen Profi-Autofahrer. Ich bin ein Profi-Auto-Wegfahrer. Achtung! Digga, jetzt läuft auch noch von denen Schnauze. Aus dem Weg! Ich muss hier mal durch. Das ist ja jetzt unser Gebiet. Da können wir uns nochmal durchbrettern, unseren Stern entfernen lassen. Ja. Junge, wir haben die beste Route. Ich sag euch, wie es ist. Guck mal hier, das läuft wie geschmiert. Hier links kann man noch irgendwo einen Stern loswerden, aber ist eigentlich unnötig, weil wir haben eh keine Cops am Popo kleben. Scarpano, na, wie geht's dir? Ja, uff, und abgeben. Und schon haben wir Mission. Ein Traum, Alter. Zockst du GTA San Andreas auf PS5? Yes. Das machen wir. Antonio, was geht? Junge, diese Musik. Die Musik ist einfach so legendär. Gut, dann haben wir auch das. Dann geht's direkt weiter hier mit der C-Mission, würde ich sagen. Und das sind, ist das nicht diese Cop-Mission immer? Ist das nicht diese Mission, wo wir mit den Cops irgendwie denen helfen müssen? Ich meine schon. GTA San Andreas ist so ein geiles Spiel. Ja, absolut, Mann. Würdest du sagen, GTA 5 ist besser oder GTA San Andreas ist besser? Muss mal, bevor GTA 6 draußen ist, noch nach Miami. Ich war doch erst letztes Jahr. War doch im letzten Sommer in Miami. Aber man könnte da definitiv nochmal hin. Sehr nice Stadt. San Andreas besser. Ich weiß ja nicht. Ist schon ein hartes Rennen, sag ich euch ehrlich. Also ich finde im Gesamtpaket mit Grafik, Handling und alles ist schon GTA 5 geiler. Aber die reine Story ist schon GTA San Andreas King. Ja, Antonio, Musik ist nur immer ein bisschen schwierig. Wegen Copyright im Stream. Carl. Ah, GTA San Andreas ist ein anderes Feeling, das stimmt. Was meinst du, Luis? Ich verstehe nicht so ganz deine Frage, um ehrlich zu sein. Und wir spielen auf der PS5. Pimin. Man weiß immer noch nicht, was es mit den Cops da eigentlich ist, ne? So eine richtige Hassliebe irgendwie. Oh, interessiert es die Cops nicht ein Autoklau? Ja. Hm, verdammt. Manchmal habe ich ja die Hoffnung, ne? Manchmal habe ich ja die Hoffnung, dass sie einfach sagen, yo, juckt mich eigentlich nicht. Oh, wollen wir einmal hüpfen? Oh Gott. Oh je. Oh je. Oh Gott. Gott, oh Gott. Die Autos haben aber auch ein anderes Feeling, gell? In diesem Spiel. Ich freue mich schon echt, wenn mir GTA 5 ankommt. Ich freue mich echt, die GTA 5 Story nochmal zu spielen. Luis, ich kapiere wirklich nicht, was du meinst, mein Lieber. Ich würde dir wirklich gerne deine Fragen beantworten, aber ich check einfach nicht, was du willst. Da sind wir auch schon angekommen an unserem Ort der Begierde. Oh ja, an die Mission erinnere ich mich, glaube ich, noch. Aber ich weiß gar nicht, was ich machen musste. Boah, was ein schönes Auto, das will ich haben. Und ich habe das Gefühl, wir bekommen das auch gleich. Oh ja, da müssen wir uns doch jetzt so richtig ekelhaft durch das ganze Lagerhaus durchschießen. War da nicht was? Und wenn ich mich recht entsinne, war das auch nicht gerade die leichteste Mission. Ja, okay, Junge, er übertreibt direkt. Da haben wir. Warte, ich will das Ding sprengen. Okay, so weit können wir nicht schießen. Waffe wechseln, hundertprozentig. Ja, okay. In welchen Videos ich meinen Kanal angefangen habe. Boah, meine ersten Videos von GTAs waren City Skylines Videos. Ganz, gar nicht GTA. Das war damals City Skylines. Junge, was ist denn hier los? Aber meine ersten GTA-Videos waren dann so Location-Videos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 ich will nicht bei dem brennbaren Zeug da sein. Alle aufstehen. Stopp. SOS. Ah ja, okay, perfekt. Ja, Junge, was willst du denn machen? Die, ich habe ja gesagt, die Mission, erinnere ich mich noch dran, die war echt eklig. Das Gefühl, die Strategie ist trotzdem besser, hier erstmal reinzufahren. Dann sind wir nämlich näher dran. Hier hinten in Deckung zu gehen. Digga, was ist bei ihm los, Junge? Er will mich einfach mit dem Gabelstapler umfahren. Junge, was ist mit denen los? Junge, die wollen mich einfach mit dem Gabelstapler umfahren. Oder was ist deren Mission? Hallo? Kann ich den killen? Nö, geht nicht. Okay, optimal. Buff. So geht's natürlich auch. Ja, die Tür geht auf. Muss nur genug Leute killen. Ella, hallo, da lang. Also manchmal ist die Steuerung wirklich ganz, ganz komisch. Alter! Pie Dragon, mein Bester! Was geht? Dankeschön für deinen Sub im dritten Monat. Ehrenhaft. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Schön, dass du dabei bist. Auch das wurde selbstverständlich ausgedruckt. Ah, du hängst aber hier noch zusammen
mit Lieblings-Freaky-Gamer. Denn bei uns werden alle Subs auf Twitch einfach ausgedruckt von unserem Drucker Dirk. Das ist Dirk. Und Dirk druckt feuchtfröhlich alle aus. Und hier wurde natürlich auch PyDragon ausgedruckt. Muss ich noch auseinanderschneiden. Vielen herzlichen Dank, mein Bester, und herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast eine gute Woche. Wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Wir müssen das jetzt hier richtig James Bond-Style machen, weil wir haben kaum Leben, wie ihr seht. Ich meine, oh fuck. Ich meine mich aber zu erinnern, dass hier irgendwo Leben war. Puff. Ja, seht ihr mal. Seht ihr mal, da kennt einer die Mission. Ah. Und hier gibt's doch auch so ein Lifehack, wenn du da hinten direkt abschießt. Hast auch irgendwie schon mal die Hälfte der Gegner gekillt. Oh fuck. Tja, jetzt kommt die Feuerwehr noch. Was ist da passiert? Heiligere Makrele. Okay, oh fuck. Von wo? Hier rechts, glaube ich, oder? Oh fuck, da oben auf dem Tisch. Warum schießt du auf dem Tisch, Junge? Warum steht der einfach auf dem Tisch? So, ich glaube, den schwierigsten Part haben wir hinter uns. Guck mal, das ist so geil, wenn du weit genug weg bist, sehen die Gegner dich einfach nicht und du kannst sie einfach killen. Und die machen nichts dagegen. Das ist so witzig. Ja, brauchen dringend Munition, ne? Puff, die Shotgun aber auch eine Reichweite wie eine Sniper. Hä, von wo wird denn auf uns geschossen? Von da, ah, haben wir. Aua, von wo? Digga, spawn halt noch später. Junge, er spawnt einfach erst, nachdem ich naja, egal. So, wir brauchen ein Automobil. Motorrad, da ist ein bisschen riskant, abgeschossen zu werden. Deswegen, wir nehmen mal lieber hier. Oder wir müssen das Motorrad nehmen, damit wir während der Fahrt schießen können. Fehlgeschlagen, er ist entkommen. Ernsthaft jetzt? Aber wie hätte ich denn noch schneller machen sollen? Hätte ich da, ich glaube, ich muss da sogar das... Ernsthaft, alles nochmal! Junge, wir haben das so gut gemacht hier. Ich war so stolz. Alles nochmal machen, ernsthaft jetzt? Gabelstapler, lost. Bumm, alle erledigt. Glaube, aber... So, haben wir. Nochmal. Guck mal, jetzt machen wir das Ding hier first try, ich merke das. Bam, 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 bam. Ach, dann kommt jetzt auch wieder einer rausgerollt. Da, den sehe ich doch da schon. Alle am Springen. Hey, du kleine verrückte Nudel. Bam, bam. PyDragon, du kleine verrückte Nudel, ey. Vielen, 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 vielen Dank für deine 5 verschenkten. Alter, was geht denn jetzt ab? Leute, alle, die im Chat sind und die hier einen Sub bekommen haben, bedankt euch dafür. Das ist ja wirklich das Mindeste. Hendrik, was geht? Schön, dass du dabei bist. Leute, alter Schwede, vielen herzlichen Dank, mein Bester. Ich kann nicht sehen, aber alle am Er verschenkt einfach noch eins. Jawohl. Junge, bald hast du das Abzeichen. Noch 15 Stück und du hast ein neues Abzeichen auf Twitch. Das muss dann gefeiert werden. Gefeuert werden, besser nicht. Aber gefeiert. Vielen Dank, Mann. Bumm. Ja gut, hier ist Leben, bringt uns nichts. Wir haben eh noch volles Leben. Buff, haben wir. Aber hier ist eine Weste, genau. Die holen wir uns als erstes. Oh, bekomme ich ihn von hier? So. Maul, lad nach, Junge. So. So. Parat. Haben wir geschafft. Ja, hallo. You too can. Komm schon, komm schon. Oh, ich glaube, wir können ihn gar nicht killen. Ich glaube, wir können ihn gar nicht killen, selbst wenn wir 10 Magazine auf ihn ballern. Habe ich das Gefühl. Oh, wir müssen ein bisschen aufs Leben achten. Da ist Motorrad. Los geht's, meine Kinder. Jetzt wird der Junge in die Luft gesprengt. Ja, genau. Man kann den nämlich gar nicht killen, weil man natürlich die Mission hier machen soll. Die besteht auch aus dieser Canyon-Verfolgungsjagd hier. Guck mal, das ist der Canyon, den es auch in GTA gibt, ne? Diesen Kanal. In GTA 5. Das war episch. Tada! Oh, ich liebe diesen Song. Holy moly. Jetzt auf Mai bin ich gespannt, wenn Take-Two die nächste Konferenz hat und hoffentlich sagt, wann GTA 6 genau erscheint. Ja, true. Das stimmt. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, was mir besser passen würde. Persönlich so. Anfang oder Ende 2025. Was wäre euch lieber? Klar, Anfang ist immer besser, weil... Ne? Umso früher, umso besser, aber unabhängig jetzt davon, gibt's irgendwie, würdet ihr sagen, lieber Herbst, weil dann kommt danach der Winter, wo man mehr Zeit hat, oder sagt ihr eher Frühling? Lale, aua, Alter, was war das denn? Was war das denn? Das war ja ganz creepy gerade. Ganz merkwürdig. Aber wie komme ich denn jetzt da hoch? Da ist eine Rampe, aber irgendwie nicht. Irgendwie ja nicht, ne? Am Anfang, am Herbst würde ich mehr feiern, weil man da mehr zu Hause ist, ja genau. So sehe ich das auch. Boah, ist halt safe wieder Uhrzeit, oder? Sehr gut. Reuniting the families. Boah, Hendrik, ich glaube 50-50. Ich glaube, sie planen schon. Ich glaube, sie planen GTA 6 schon eher für Frühling. Aber ich glaube, es wird dann nochmal verschoben. So wie alle Spiele werden immer verschoben. PyDragon, nichts los hier auf Twitch oder was? Ja, es ist immer, wenn wir Story Games spielen, ist immer richtig ruhig im Chat. Können wir mal kurz gucken, wer noch alles da ist? Oder seid ihr schon alle eingeschlafen? Seid ihr noch da? Ist doch irgendjemand da? Schreibt mal Hallo in den Chat oder so, damit wir mal sehen, dass ihr noch am Start seid. So, was müssen wir machen? Oh, hier sind unsere Kollegen. Warum rennen die eigentlich immer dann? Berlin, Streetwear, Alter, lang nicht gesehen, wie geht's dir? Hey,
Ah ja, und die anderen hauen ab, korrekt. Die anderen hauen einfach ab. Sehr korrekt. Digga, wir spawnen und sind einfach instant tot? Ernsthaft jetzt? Sehr lange nicht, viel Arbeit. Ach ja. Aber jetzt bist du wieder am Start. Das ist doch die Hauptsache. Das ist doch die Hauptsache. Kommst genau richtig zu GTA-RP gleich. Wir machen jetzt noch die Mission hier und dann geht's ins GTA-Roleplay. Muss direkt in die Tür, okay. Okay. Ja, was trinkst du da? Wir trinken Holy. Hier, warte. Holy Energy. Gibt's ganz viele Sorten von und so. Hier hinten, da siehst du sogar meinen Turm, warte. Da. Da ist mein Turm, mein Holy-Turm. Und hier hinter einem Bild stehen noch mehr Sorten. Die ganzen Dosen. Das sind so, ist auch ein Partner von mir, die machen so gesunde Energy-Drinks. Also haben wenig Zucker und wenig, guck mal hier, was haben die denn hier? Lalalala, Zucker. 0,1 Gramm pro 100 Milliliter. Zum Vergleich, pro 100 Milliliter Cola hat 40 Gramm. Dementsprechend so gut wie kein Zucker. Und ja, sind halt gesund. Mir schmecken die sehr, sehr geil. Sehr, sehr gut. Und ich finde die nice. Wenn du zum Beispiel auf YouTube, und deswegen, ja, trinke ich das auch immer mit Streams und so weiter. Haben auch Eistee, Energy, haben auch Hydration-Zeug für den Sport. Sehr nice Drinks. Und genau. Kannst du dir gerne mal holen. Einfach mal Ausrufezeichen Holy in Chat. Oder wenn du auf YouTube Alien wirst, den Alien-Rang, die auf YouTube holst, bekommst du sogar gratis zum Probieren ein paar Sorten. Also, da habe ich ein super Angebot eigentlich. Wenn man Alien auf YouTube wird, kommst du auf die Freundesliste, Autogrammkarte, volles Paket, extra Rabatte bei JG Gaming und eben auch gratis Holy-Proben. Da kannst du einfach mal ausprobieren, kostenlos. Oder was heißt kostenlos, aber ist halt inklusive. Genau. Mit dem Rabattcode Julex oder Rabattcode Onnit, gibt beides, bekommst du sogar Rabatt. Und die sind ganz nice, wie gesagt. Ist auch made in Germany und so weiter. Was ich persönlich auch nochmal sympathisch finde. Genau. So, wir schießen jetzt hier durch das ganze Haus. Boah, Junge, weg. Kopf weggefetzt. An sich, Alter, wir bräuchten mal so ein krasses GTA San Andreas Remastered. Also kein Remastered, sondern ein Remake, meine ich. Wenn ein Spiel komplett neu gemacht wird, ist es ein Remake, ne? Und Remastered ist einfach nur neue Plattform oder sowas. Richtig? Hier war doch irgendwo, gab es doch Leben hier noch. What the fuck? Okay. Ich habe nur nach Leben gesucht. Oh, ich glaube, die hat mir sogar Leben aufgefüllt. Besser ist das. Oh, von hinten! Junge, was macht mein Kollege da? Der macht hier gar nichts. Was soll denn das jetzt? Mein Kollege da hat aber auch gar keinen Bock, sich zu beteiligen irgendwie. Puff. Ah, Junge, aber hier von Remake, no joke, das wäre so krass. Stell dir mal vor, die Mission hier nochmal in neuer Grafik und alles. Neues Gameplay. Oh ja. Hab mir heute die Definitive Edition gekauft und freue mich jetzt schon, GTA San Andreas auf Platin zu spielen. Nice. Mal testen, auf jeden Fall. Aber Horizon, wie gesagt, das beste Ding machst du, wenn du auf YouTube dir den Rang Alien holst. Ups, jetzt war ich abgelenkt. Horizon, du bist schuld. Wenn du auf YouTube dir den Mitgliedschaftsrang Alien holst, dann kriegst du es gratis zum Probieren. Da hast du mehr Vorteile und zahlst das gleiche, beziehungsweise weniger sogar. Also das nur als kleiner Ratschlag. So, jetzt rennt hier gleich die Dame. Junge, die ziehen aber auch Leben wie sonst was. Ich bin einfach zu blöd. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube eher, ich bin zu blöd. Puff, Junge, Kopf weg. Der lebt noch. Junge. Das zählt jetzt aber nicht, du. Junge. Das kann doch nicht sein. So, jetzt ist er aber tot. Ja, wenn er eine Waffe ist, dann ist er tot. Junge, ich brauch so dringend Leben. Warte mal, wenn der jetzt rumknutscht, dann krieg ich doch Leben, oder? Ja, ich krieg Leben. Ja. Gott sei Dank, ey. War ja auch schon peinlich. Aber finde ich eigentlich ganz lustig, dass wenn du mit der kurz rumknutscht, geht's dir wieder gut. Das Spiel schon durch. Ja, wir haben es früher auch schon. Wir haben ja als Definitive Edition rauskam, haben wir das Spiel schon gespielt. Aber wir wollen es jetzt nochmal spielen. Junge, wie viele Schuss willst du eigentlich noch aushalten? Ja, weil wir wollen bis GTA 6 dann nochmal alle GTA-Teile durchspielen. Aber wo kommt die denn einfach her zum Teil? Kann ich da hoch? Oh ja, hier ist eine Weste. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, siehst du mal. Deswegen, du bist ja eher auf TikTok, ne, Wölfin? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, können wir ihn... Warte mal. Wir können ihn doch rekrutieren, war da nicht was? Oder geht es nicht in Mission? Wir haben doch hier extra so einen tollen Trailer. GTA 6 erscheint schon nächstes Jahr. Mein Plan, alle GTAs komplett durchzuspielen. Das machen wir im GTA-Marathon. Jeden Montag und Freitag auf Julek. Genau, das ist der Plan. Schade, dass man GTA 1, GTA 2 nicht mehr spielen kann. Ja, aber ganz ehrlich, auf Vogelperspektiven-Spiele habe ich jetzt nicht so Bock, um ehrlich zu sein. Deswegen, wir spielen, also GTA 1, GTA 2 lassen wir auch raus. GTA 1, GTA 2 lassen wir auch raus. GTA Vice City haben wir schon fertig, Wölfin. GTA Vice City haben, oh fuck, von wo? Ja, okay, Junge, 10 auf einmal, wollt ihr mich veräppeln? Oh, das kann doch nicht sein. Wie schwer ist denn diese Mission? Oder ich bin einfach zu blöd. Ich glaube, ich bin echt einfach zu blöd. Wird er es noch schaffen? Wir werden es sehen. Junge, Junge, konzentrier dich, schreibt Black Angel schon. Siehst du? Und wenn Black Angel sagt, konzentrier dich, dann ist es wirklich an der Zeit. Ist mit Schrot. True. Das ist der Fehler. Wir gehen nochmal ein Stück weiter.
Weil hier verlieren wir jetzt eh nochmal einiges an Leben. Und dann füllen wir es jetzt lieber nochmal gleich auf. Gehen nochmal ein Stück zurück. Und füllen es gleich nochmal komplett auf, bevor wir weitergehen. Gut, haben wir den Flur. Dann gehen wir kurz zurück zu der Dame. Lassen uns glücklich machen. Oh, die ist gar nicht mehr da. Schade. Na gut, dann nicht. Olli, mein Bester, vielen Dank für deine Rosen auf TikTok. Sehr nett von dir, vielen, vielen Dank. Alla Karotte, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vielen herzlichen Dank, mein Lieber, für deinen 10 Monate Sub auf Twitch. Vielen, vielen, vielen Dank. Hat eigentlich fast jeder inzwischen einen Sub auf Twitch, oder? Gibt es irgendjemand, der auf Twitch keinen Sub hat? Hola. Vielen herzlichen Dank, mein Lieben, für eure Unterstützung. Wirklich richtig korrekt. Junge, es kann doch nicht sein! Es kann doch nicht wahr sein! Stelle ich mich einfach komplett blöd an oder mache ich einfach irgendwas grundlegend falsch? Wahrscheinlich eine Mischung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann sich Dragon ja nicht bieten lassen. Ne? Wenn Dragon jemand sieht, der keinen Sub hat, wird direkt rein ermittelt. Dragon, mein Lieber, vielen Dank fürs Verschenken von einem Sub. Und Wölfin, du hast eins bekommen, also bedank dich dafür. Nice. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr ehrenhaft von dir. Er ist halt einfach unsere Nummer 1. Da haben andere keine Chance. Fuck you. Heute noch Community zocken. Nee, GTA RP, ne? Also wenn du auch auf dem Server spielst, dann sieht man sich vielleicht. Aber nicht GTA Online. Heute nicht. Sonntag wieder. Warte mal, da sehen wir die Beine schon von so einem Typen. Vielleicht können wir den da schon genug hitten. Da, genau. Schon mal einer weniger immerhin. Ist ja blöd, dass wir Waffen nicht auf die andere Hand in die andere Hand nehmen können, ne? Guck mal, der da oben steht aber auch echt eklig. Warte erstmal nach hier. Junge! Und es geht direkt weiter. Ich dreh durch. Was ist mit ihm los? Warte mal, hier ist doch bestimmt noch irgendwo eine Weste oder Leben oder irgendwas. Komm schon, komm schon. Ah ja, perfekt. Waffe, die spawnt erstmal. Daniel, was geht? Alles klar. Oh, er erschrickt sich ja schon wieder fast. Aha, und hier der Kopf erstmal ein bisschen was gegessen. Verständlich. Boah, ich habe auch Hunger. Vielleicht mach ich mir noch was zu essen. Du kannst, wenn du am Automaten was trinkst, Essen, Leben auffüllen. Welcher Automat? Oh, welcher Automat? Irgendwie hast du einen Automaten gesehen, den habe ich nicht gesehen. Wir dürfen halt jetzt echt nichts mehr abkriegen. Wenn wir jetzt nochmal direkt das Feuer abkriegen, sind wir tot. Oh, da ist er doch. Perfekt. Da gibt's doch hier auch Safe Leben. Die sehen so komisch aus, die Typen. Oh, oh. Oh, schieß doch erstmal auf den, der auf uns schießt. So, und jetzt können wir auf den Heli schießen. Heli, tschüss! Ja, Junge, hau ab! Bam! Besser ist das. Aber wir haben kaum Leben, ey. Wenn wir jetzt einen Schuss abkriegen, sind wir weg. Sind wir weg, DE. Huh! Wisst ihr, worauf ich auch Bock hätte, mal wieder Mega... Oder was heißt mal wieder? Mal Mega-Games zu zocken. Smoke Rider, ihr wart keine Unterstützung. Aber wann geht ein neues GTA 6 Video? Ich habe überlegt, für morgen eins zu machen. Aber ich sag dir ehrlich, alles, was ich jetzt an Videos zu GTA 6 machen würde, wären halt eh nur Spekulationen. Und ich weiß nicht, ob das ein bisschen affig ist, so. Oder ob ich nicht einfach warte, ob ich mit GTA 6 Videos nicht einfach warte, bis es wirklich Content gibt. Oder hast du ihr, also, weil es gibt einfach keine sinnvollen Leaks oder so aktuell. Alles, was jetzt angeblich geleakt wird, ist nur Gelaber, so, weißt du? Buff. AKs 47 Skill verbessert, ein Traum. Bam. Bumm. Tschüss. Alles explodiert nur. Mal gucken, vielleicht mache ich nochmal so ein Video, sowas im Sinne von meine Wunschliste für... Der, das kann doch nicht sein. Aber ich denke, im April, Mai gibt es Infos zu GTA 6. Junge, alles nochmal, wollen die mich verarschen? Als ob da jetzt kein Speicherpunkt war. Junge, wir wären fast fertig gewesen mit der Mission. Alter, mal RIP in Chat bitte. RIP in den Chat dafür. Als ob wir jetzt alles nochmal machen dürfen. Habe ich gerade meinen eigenen Typen erschossen? Na gut. War eh nicht so hilfreich. So, warte mal, jetzt gehen wir direkt zurück und machen kurz Leben mit der Dame. Ach, die Dame ist schon wieder weg. Die mag uns ja gar nicht. Aber es ging ja, ja, im Mai ist der nächste Earnings Call von Take-Two. Und deswegen gehen viele davon aus, dass davor dann nochmal was zu GTA 6 kommt. Mal gucken. Montag habe ich ein Treffen mit Rockstar. Vielleicht kann ich ja jetzt was zwischen den Zeilen raushören. Aber so, was ich mein Eindruck ist, dass selbst Rockstar Deutschland, die Leute, die da arbeiten, nicht wissen, nicht so richtig wissen, wann was passiert und so. Wo ist ein Automat? Und selbst nicht so richtig wissen, wann was passiert. Also Rockstar America ist da wohl ziemlich strikt. Und erzählt nicht sonderlich viel in der Firma. Ja, aber jetzt sollten wir es auch hinkriegen, oder? Ja, schießt mal einmal leer, damit er schon mal nachlädt. Haben wir. Hey, Sammy, alles klar? Oh, Kohle. Ach, Junge. Jetzt. Oh. Mann, ich würde ihn jetzt hier so killen. Jawohl. Oh, fuck. Junge, was geht bei ihm ab? Automatisches Anvisieren, auch ganz schwierige Nummer hier in dem Spiel. Junge, hätte uns Sweet ja, Raider auch mal jetzt helfen können hier. Hä, so viele Kitas gibt's? So, jetzt ballern wir da drauf, was wir haben.
Junge, in jeder öffentlichen Lobby wäre das Ding schon dreimal abgestürzt. So, buff. Und jetzt rennen wir noch runter, werden eingesammelt, dann müssen wir ein paar Cops abschießen und uns beilen und dann wird das schon. Buff. Uff. Aber Sammy, gibt's Schlimmeres, oder? Kannst du mal verhandeln, dann sagst du, nur, ich arbeite nur bei euch, wenn ich GTA 6 Urlaub bekomme, wenn's rauskommt. Ich dann 3 Wochen freikrieg. Verhandeln? Nein, nein, Rockstar in Deutschland ist nur Marketing. Die arbeiten nicht. Also die entwickeln nichts. Das ist reines Marketingabteilung. Das sind auch nicht viele Leute, das sind 3 Leute, glaube ich. Das ist kein großer Standort. Die machen einfach nur die Übersetzungen und so Zeug. Macht das da nicht jeder Gelbschein? Auffällig, wenn auf einmal alle in der Woche krank sind. Also Bruttosozialprodukt von Deutschland bricht einfach zusammen in den 3 Wochen, im Monat nach GTA 6. Weil einfach alle krank sind. Sachen gibt's. So, der hat sich eh schon verabschiedet hier. Das Ding auch. Jawohl. Oh, jetzt kommen die Motorräder. Die sind fies. Buff, buff, buff. Buff. Weil der Kopf aber auch lebensmüde. Der wollte auch eine Beförderung. Tja, die kriegt er jetzt wohl nicht mehr. Jawohl. Der blockiert jetzt den Weg für den anderen. Ja, oder auch nicht. Buff. Gefährlich sind eigentlich nur die Motorräder so richtig. Und der Typ hat uns vorhin geholt. Was macht der Typ da? Junge. Sehr schön. So, das sollte doch jetzt leer geschossen. Buff. Ich kann nicht schießen. Oh oh, oh oh. Oh oh. Wir haben die haben den einfach weggeschreddert. Okay, den Stunt habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ah ja. Buffalo, mein Messer, wie geht's dir? Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, den Stunt. Ei. Verrückt. Sachen gibt's. So. Nice, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zurück in die Grove Street, speichern. Das ist sowieso die nächste Mission. Und dann gehen wir rein in GTA RP, oder? Ach, kommt schon, Kinder. Der klaut einfach das Auto von dem, den ich das Auto geklaut habe. Hä, Junge, CJ, was machst du, Alter? CJ macht manchmal so komische Dinge. Oh, komm ich hier irgendwie weg, ja? So, ah, guck mal, das ist das Loch in der Wand, da sind wir eben durchgesprungen. Buff, viel Spaß beim RP. Danke, danke, danke. So, nice.